French artist that made himself. Dürfen wir dabei sein? Ja, normal. Alex, denk dir auf in den Timon. Habt ihr deren Waffen? Die werden jedes Mal gefickt und versuchen es immer wieder, oder was? Digga. Ja, ich mach nach dem Stream. Ich rein, Leute. Erstmal Attila. Fällt ihn direkt auf meinen Parkplatz. Oh, was ist los, Servus? Die versuchen es auch immer wieder und kriegen es nicht auf die Reihe. Jungs, wenn ihr wisst, was los war, sagen. Wir fahren im Auto unten, auf einmal ist ein Creep auf der Straße und ein paar auf dem Dach und die schießen einfach auf uns. Und drei Meter auf sie ran, was sie gemacht haben. Die haben keinen einzigen von erwischt. Warum? Weil doch, aber den eigenen. Die haben meinen eigenen abgeschossen, glaubst du das? Ey, ich war, ich stand da und wollte kämpfen. Ihr seid dann weggegangen. Ja, ich bin aufs Dach und dann bin ich aus jeder Bekäse runtergefallen. Einer hab ich noch. Die Jungs führen noch Befehle aus. Aber bei euch laufen irgendwie die Befehle ganz, ganz komisch. Du hast jetzt ein bisschen was gesagt. Okay. Euer alter OG wusste, dass man mit uns reden kann. Und euer neuer ist einfach zu dumm? Warum habt ihr die Chance vorhin nicht genutzt, als Pablito und Sepp bei euch waren? Wieso habt ihr da nicht gesagt, die Jungs, die Waffenteile geklaut haben, die auf den Routen waren, die wurden geplatthautet? Wieso sagt ihr nichts? Weil ich nicht da war und ich habe keinen Plan, was die gesagt haben, weil ich halt... Da gab es halt so ein Problem bei der Anreise, sag ich mal. Ich war erst wieder da, wo ihr dann schon vor, also wo du mich angerufen, oder ich, keine Ahnung, einer, ich glaube, du hast mich angerufen. Und dann standet ihr halt nach 5 Minuten bei uns, also anscheinend da irgendwie da und keine Ahnung. Okay, wer also bist du? Bist du der OG oder was? Nein, ich bin nicht der OG, ich bin der Vize. Okay, du bist der Vize. Ja, dann habe ich doch wenigstens mal jemanden vor mir, der vielleicht doch mal was zu sagen hat. Ja. Gut. Okay, das heißt, Waffenteile, diese Geschichte hätten wir ganz schnell geklärt haben können. Ganz, ganz easy. Doch, ich darf Sachen wissen. Und jetzt mit der Aktion, die ihr jetzt gemacht habt, mit den Hustler zusammen, habt ihr ein großes Problem? Die erzählen mir ja, was, haben die Hustler ein großes Problem? Passiert ist. Ihr versucht, gegen uns zu schießen. Seht ihr, wie viele hier stehen? Ja, ich sehe es ja selber. Wie viele stehen bei euch? Habt ihr das gesehen? Ah, hier steht gerade keiner, ne, weil sind ja alle tot. Bei euch steht keiner, richtig, ja. Hier steht gerade keiner. Ja, genau. Aber sonst würden auch ein paar bei uns stehen, also. Ja, weil... Es geht darum, weil eure alle tot sind. Ja, darauf wollt ihr doch hinaus, du Vollidiot. Warum sind eure alle tot und meine nicht? Heisenberg, danke für den Antibon. Genau, darum geht's doch. So lost. Weil ihr nicht schießen könnt. Ihr könnt mit den Sachen, die ihr da habt, nicht umgehen. Ja, ich war leider kampfunfähig, deswegen. Ja, okay, wenn du nicht kampfunfähig gewesen wärst, hättest du 6 von meinen Jungs weggeholt alleine. Nö, aber vielleicht 2. Ja, genau, 2 Stück. Was bist du eigentlich jetzt so witzig, ja? Ich kann deine scheiß Mutter annehmen als Maul. Easy. Ja, also. Wie viel wollt ihr bezahlen? Wie viel wollt ihr denn haben? Warum redest du eigentlich? Also. Warte mal, ja, ganz kurze Frage. Bist du ein OG? Nein, das ist ein Vize-OG. Ja, dann würde ich mal sagen, gehst du mal einen Schritt nach hinten hinter deinem Vize-OG. Ist jetzt traurig, dass die andere Gang euch erklären muss, wie es abläuft. Ja, ja. Das gibt's ja gar nicht. Also wirklich. Ich wollte vorher eigentlich noch gerne hören, was du vorhin meintest mit, dass irgendwer bei euch in der Hood war oder sowas. Ja, bei uns waren 3 Zivilisten, die uns erzählt haben, dass die Krebs nicht jetzt in ihrer Hood schieben, weil sie Angst haben, sondern woanders sind und gemeint hätten, dass sie uns ficken wollen. Ob das natürlich stimmt, weiß ich nicht. Ich kann ja nur das sagen, was Leute mir erzählen. Ich habe sie jetzt nicht geglaubt, aber erst das wären vielleicht welche von euch als Falle. Deswegen sehen wir nicht hin, weil es uns nicht interessiert. Wir können halt nicht in die Hood fahren, wenn 1000 Leute von der A-Team da auf uns warten. Auf Ali. Aber wie wir sagen... Wer kommt alles von Montinius hier? Ich bin Stilinius. Dass sie im Krankenhaus anscheinend laut rumpassiert. Ich kann nicht mehr reden. Rumgeschrien hat. Ja, besorgt habt, dass ihr uns ficken wollt. So, und dass beim nächsten Mal ihr einfach direkt die Waffen zieht bei uns. Wüsste ich nicht, wer da das am Krankenhaus bespricht, aber ist alles auf jeden Fall interessant, ja. Weiß ich von allem nichts. Ja, gut, das Komische ist, wenn man mit euch redet, ihr wisst nie von irgendwas. Ich stand vorhin mit einem Kollegen, mit Pablito zusammen bei euch. Da hat sie erzählt, wir haben das so nicht gemacht. Der ist ausgestiegen, ist eingestiegen, ist weggeflogen. Jetzt höre ich, dass sie uns doch angelogen haben. Also redet ihr in der Gang auch miteinander? Also ja, wir reden untereinander. Ja, und warum sagen ja die dann? Dass wir nicht die ficken sich nur den Arsch gegenseitig. Ja, genau, das machen wir. Ja, und wie konnte es dann sein, wenn wir zu zweit stehen, vor 10 Mann von euch, Pablito und ich, dass sie mir angelogen werden? Was soll das jetzt? Pablito, beruhig dich.
Warte. Ja, das ist nervig. Ich war halt nicht dabei, so. Ich weiß nicht, was da gesagt wurde. Ja, aber bevor du irgendeinen Angriff startest, fragst du doch nach, du Vollidiot. Ja, ich starte doch. Starte ich einen Angriff? Ja, wir hatten den Angriff gestartet. Wir fahren mit dem Auto und auf einmal steht ein Clip auf der Straße und von oben schießen uns fünf Blaue. Welche Idee war das denn? Wir hatten den Scheiß angezettelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich habe keinen Befehl gegeben. Also, ich habe im Funk gehört, dass halt wir abgezogen wurden. Und dann, weiß ich halt nur, dass die Hustler auf jeden Fall dahin wollten und dass die halt meinten, dass wir mitkommen sollen. Vielleicht ist es auch unsere Idee gewesen oder deren, das kann ich euch nicht sagen, weil ich war nur im Funk. Digga, was eine Scheiße, Digga. Kann ich euch nicht genau sagen, wer jetzt genau die Idee hatte, aber macht ja keinen Unterschied, wir haben es ja beide gemacht, so. Na gut, macht doch einen Unterschied, weil ihr wisst ja, dass das gar nicht so okay ist alles. Ja. Wisst ihr das? Wisst ihr das eigentlich? Nee, ne? Man kann sich nicht mit zwei Gangs gegen eine verbinden, das ist vom Staat her nicht so erlaubt. Ja, wenn ihr so gesehen einen Angriff gegen uns beide macht. Wir haben ihr erzählt doch, dass zwei von meinen Jungs da unten gewesen sind. Ihr wart zwei Gangs, was sollen zwei von meinen Jungs für einen Angriff gegen zwei Gangs machen? Bist du komplett dumm, Junge? Ich bin nicht dumm, aber wenn ihr unsere Gang auf einer gemieteten Route abzieht, auf der ihr nicht sein dürft, meines Wissens nach, dann startet ihr praktisch einen Angriff gegen die, weil ihr auf der Route dann seid. Dann stellt uns doch zur Rede. Wir sind die Platz. Wir dürfen generell überall zur Rede stellen. Wir sind zu dritt. Wir kommen zu zweit zu euch, acht Bitches, und können euch zur Rede stellen. Ihr kriegt es nicht hin, euer verficktes Drecksmal aufzubekommen. Und dann kriegt ihr mit zwei Gangs nicht vier Leute zur Rede zu stellen oder drei. Ist es so schwer? Na, war ich halt leider nicht dabei. Ja, das ist komisch. Jedes Mal ist der eine nicht dabei, dann ist der andere nicht dabei. Dann weiß der eine, was der andere macht, dann sagt der andere, ja, ich war das nicht. Was ist denn das für eine Logik? Digga, die wissen aber gar nichts mehr miteinander Bescheid. Ja, mir. Wer hat das denn geklärt? Ich hab schon. Ja, der OG hat zu mir gesagt, ja, das wäre jetzt geklärt, weil ich stand irgendwo an der Straße und wurde nicht abgeholt, habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich so, ja, das wäre jetzt geklärt so. Wo ist denn euer OG? Du hast halt für mich erledigt. Das kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, weil ich gerade gefesselt in der Garage stehe. Ja, war der da oder ist der schon schlafen vorhin? Nein, der war da gerade eben. Der war da, okay. Und dann lag der OG auch noch. Oh mein Gott, was für Pussys. Das ist wirklich einfach traurig. Oh, ich muss ehrlich sagen. Ihr seid ganz, ganz traurige Würstchen, wisst ihr das? Ihr legt euch mit der mächtigsten oder einer der mächtigsten Gang hier in der Stadt an. Vor allen Dingen, ihr könnt nicht mal schießen, ja. Mann. Ja, das ist ja das, ihr könnt nicht mal schießen. Oder vielleicht können ein, zwei schießen. Ganz kommen. Kurz, ich wollte nur mal kurz einen Hinweis geben. Als ihr im Auto saßen, da stand einer von euch auf der Straße, drei auf dem Dach. Ihr habt ihn abgeknallt, anstatt uns. Nur mal so als Hinweis. Ihr habt einen eigenen Mann umgeknallt. Stimmt. Anstatt Toni, mich oder Sosa. Wir sind weggefahren, ihr habt einen eigenen Mann umgeknallt. So schlecht. So schlecht. Ihr habt euch selber gefickt, da. Chat, ich zeig euch mal einen Zaubertrick. Trotzdem legen wir uns ja eigentlich nicht mit euch an, sondern ihr euch mit uns. Guck mal. So, irgendwann müssen wir auch mal irgendwas, also... Ne? Ihr seid... Guck mal hier. Seht ihr? Dieses Gummi ist in der, auf der, von euch aus gesehen, auf der linken Seite, auf der rechten Seite. So, von euch aus gesehen. Und jetzt... Ist es von euch aus gesehen? Auf der anderen Seite. Habt ihr es gesehen? In den Wald und schreit laut. Ich habe immer versucht, irgendwie Frieden mit euch zu bekommen, aber es kam anscheinend nicht. Zu mir noch kein einziger Crip und hat gesagt, hier, ich will mal mit dir reden. Oder zu Frank. Hä, hey, was für keiner. Mir ist gut gewesen. Nur der ehemalige OG, der kam. Der hat seine 1 Million Euro Schutzgeld bezahlt, hat eine Woche... Ja. Safe, alles easy, alles clean und da war's gut. Der kam doch, aber wieder. Da war Mann. Ich auch dabei und der OG ist immer noch der gleiche. Der ist noch der gleiche, ach so. Ja, nur der Code, die findet halt ich. Also ich war zu der Zeit auch schon, also wir hatten zwei und dieser RTL2-Magier mit dieser schwarzen Maske. Okay, dann alleine. Erzähl mir mal, was dein OG für Eselschwänze gelutscht hat, dass das Gehirn nicht mehr so mitspielt. Erzähl mir das mal. Was ist da passiert? Ja, worum geht's jetzt? Worum es geht? Ja. Dass ihr mit uns Ärger angefangen habt. Es geht jetzt nicht um die Aktion jetzt. Sondern wann? Seit 2-3 Tagen, oder? Ja, was haben wir da gemacht nochmal? Ich kann nicht mal trinken, Digga. Du bist doch geistig nicht auf der Höhe, oder? Sei mir ehrlich. Ja. Was haben wir denn gemacht? Anscheinend oder ey, ich sag dir eine Sache. Ja. Du weißt über gar nichts Bescheid. Du weißt nicht, was gestern... Weißt du, welche Unterhose du gestern anhattest? Sag mir ehrlich. Die gleiche wie heute. Bruder, ich schwöre, das ist wirklich... Guck mal nach, das ist dieselbe von gestern. Du weißt über gar nichts Bescheid. Redet mal in der Gang untereinander, jetzt so kleiner Tipp. Ja, machen wir, ich habe euch ja gesagt, wir haben die geplattoutet, die Scheiße gebaut haben, mehr kann ich nicht machen. Ja, redet mal miteinander, du weißt über gar nichts Bescheid, Bruder. Hier, Moja. Mein Gott. Das kann doch richtig sein. Was ist das für eine Gang, Mann? Ich hab auch Machete und sowas, wenn du haben willst. Toni, was sagst du dazu? Warte, hast du bekommen? Ich hab die letzten Tage nicht viel draußen gewesen, weißt du, ich kann nicht so viel sagen. Sepp, du?
Ja, so sagt, da stehe ich dir ganz hinter, ich verstehe es auch nicht. Der eine sagt das, der andere sagt das. Dann stehen wir zu zweit vor 10, alle sagen, na, no, das haben wir nicht gemacht, und jetzt soll ich das haben wir doch gemacht. Also, Scheiße. Wie viel bezahlt ihr freiwillig, dass wir euch in Ruhe lassen? Oder in Ruhe lassen nicht, aber dass wir die Aktionen von jetzt vergessen. Und uns einfach ein bisschen aus dem Weg gehen erstmal. Und einfach nicht so laut nach Platz schreien. Wie viel seid ihr bereit zu bezahlen? Problem ist halt, dass es halt immer Idioten gibt, die es wieder versauen so. Ja, ja, was ist das für eine Gang dann? Ja, wenn das Zivilisten sind, ja, das ist was mal, anderes. Mal, Jungs, das kann man auf den Grund gehen. Die Zivilisten, ja. Wenn Zivilisten, wenn ihr mitkriegt, dass Zivilisten irgendeine Scheiße machen und irgendwie irgendeinen Dreck anstiften, dann bringt die doch hierher. Kommt nicht mit der ganzen Gang, kommt einer oder zwei mit den Zivilisten. Wir würden niemals auf zwei einzelne Leute schießen. Niemals. Wisst ihr, was soll ich euch mal sagen, wie die 80s das gemacht haben? Die sind gekommen wie Männer und haben gesagt, hier können wir mit euch reden. Ihr macht das nicht. Ihr denkt, ihr werdet schlauer, aber ihr seid's nicht. Famous, danke. Aber egal, kommen wir zum Punkt. Zivilisten sind kein Problem, das kriegt man geregelt. Was seid ihr bereit zu bezahlen? Wie viel? Na, ich denke, das Angebot sollte schon von euch kommen. Das Angebot? Ja, okay, wie viel? 5 Millionen. Merkst du was? Ich weiß, die ganze Gang zusammen hat nicht 5 Millionen, also. Sag. Herr Vize, dürfen wir auf die Waffenroute? Nein. Nein. Nicht, okay. Natürlich nicht, Mann. Alles klar. Nee, Pablo. Ja, Schlümpfe. Ne, ich will euch jetzt nicht disrespekten mit meinem Angebot, so. Dann doch, hau doch mal jetzt raus, man kann ja verhandeln, sie fix. Ja, also vorhin habt ihr 3 Millionen gesagt, oder nicht? Ja. Ja, das war vor der Aktion jetzt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir halt 4, das ist in der Mitte. Ist nochmal ein bisschen mehr für jetzt. Hast du die 4 Millionen? Warte mal, 4 Millionen ich hab und eine, Millionen. Ey, ja? 4 Millionen und eine ganze Guardian voll mit Weed. Aber und verarbeitet, ist. Seine aber Mutter. Verarbeitet ist. Ihr habt ihn gehört. Eines ist cool. Wann wollt ihr von euch Schwester? Wie viel Geld habt ihr jetzt beide zusammen? Ich muss es aus der Fraktionskasse holen, Jungs. Ich habe jetzt nicht das auf meinem Konto. Okay. Aber das haben wir halt erst ab 3 Uhr. Bei ihm. Ja, okay. Ja. Du bringst mir morgen, du merkst in meinen Namen, ich heiße Big Saucer, du bringst mir morgen eine ganze Guardian voll mit Weed. Und die 4 Millionen. Okay. Haben wir uns verstanden? Du willst es nur noch Saucer, sag verarbeitetes Weed. Verarbeitetes, natürlich. Ich will ja, keine Knospen haben, Mann. Full. Finest muss die Scheiße sein. Na, okay. Wie viel machen wir denn? Natürlich will ich auch sicher gehen, dass der Deal eingehalten wird, ne? Sosa denkt wieder an Weed. Also will ich auch zeigen, dass wir die ganze Geschichte ernst meinen. Was halten wir davon, wenn wir bis morgen Abend den Hinteren bei uns behalten? Der Hintere? Ja. Du schläfst heute mal ein bisschen bei uns, Mann. Ja. Bei uns, wir haben eine Hundehütte für dich übrig. Jungs, ihr geht alle mal einen Schritt zurück auf die Linie. Wir haben eine schöne vollgekotzte Matratze noch von Michi Schindler hier auf Reilly. Michi hat da hingekotzt. Du stellst dich mal hier ans Auto. Manus, kommt mal alle, macht mal das, was ich euch gestern gesagt habe. Endstadium konsumieren. Wie viel willst du das Geld bringen? 21. 18. Ja, nee, um 18 so habe ich noch Termine. Nee. Ja, also 18. 21. 21 finde ich gut. Ja, ist gut. Sehr gut. Chat, morgen ist wieder ganzen Tag Regen. Deswegen können wir da. Morgen komme ich wieder einfach früher, sagen, ja, alles ist gut. Ich werde heute. Das muss euch wehtun. Wie spät? Ich guck mal morgen. Du bist der Vize, ne? Ja. Wie viele Vizes habt ihr? Digga, bei mir ist der ganze Tag. Okay. Ein OG. Ganze Tag morgen Regen. Wie viele seid ihr insgesamt? Junge, ich hasse Regen, Junge. 20. Was ist Deutschland für Wetter? Ja, sogar 22. Du bist Runner oder was? Wannabe bin ich. Ja, ist das Runner bei euch? Ja, ja. Ja. Kann ich den ja als Zeichen nehmen? Ah, fuck! Kreuzekommen. Oh Gott, da kann ich nicht hingucken. Kreuzekommen. Und jetzt pinkelst du ihn noch an, dein eigenes. Nein, so ist man mal nett. Also. Du siehst, ich meine es ernst. Ganz krank. Hey, was hab ich denn gesagt? Say lost. Ich lasse extra dich am Leben, weil ich glaube, du bist gar nicht so dumm, wie du dich jetzt hier ein paar Mal hingestellt hast. Doch nie, was machst du da? Aber das Gefühl, seine Gangmitglieder sind dumm wie Scheiße. Ich glaube, du hast schon verstanden, um was es hier geht. Seid ihr dumm? Dass ihr euch einfach mit Leuten anlegt, die ihr nicht bewerkstelligen könnt.
Habt ihr das irgendwie ein bisschen verstanden? Oder hast du es ein bisschen verstanden? Für deine Leute kannst du nicht sprechen. Aber ja, ist dir das ein bisschen klar gekommen? Ach so, ich sollte RP zeigen. Und man hätte mit Reden einfach alles klären können. Oder zumindest hätte man mit Reden nebeneinander herleben können. Freunde werden wir nicht, das ist klar. Ja, ich war am Wetter gucken für morgen. Und ihr habt uns mehrfach einfach ins Bein gefällt. Ich dachte, ich habe irgendwas Tossmäßiges gesagt. Junge. Ich renne doch nicht als ich war Wetterbericht am gucken. Ja, das lassen wir weg. Gut. Gesucht haben die Jungs dich? Ja, mehrmals. Gut. Ich hab gar nichts mehr. Zur Sicherheit gar Scheiße, nichts. Wetter. Nee. Ja, der wurde schon, glaube ich, gefühlt 6 Mal durchsucht. Dann, ihr nehmt ihm die Kabelbinder ab. Einer nimmt ihm die Kabelbinder ab. Hat jemand eine Schere? Ich mach. Oh, warte mal. Beste verpasst, Bro. Vorsicht. Ja, was soll ich machen? Scheiß doch drauf jetzt. Der Wichser, der hat eh nur Scheiße gelabert. Junge, was labert ihr überhaupt? Kollegen, warum? Ich hab schon aufgehört zuzuhören. Die wissen über nichts Bescheid. Die wissen nicht, was bei ihrer eigenen Gang abgeht. Ich sag, was ist vor 2 Tagen passiert. Ja, was ist denn da passiert? Die wissen gar nicht über was Bescheid, was sie selber machen. Du hast doch 2 Wochen dabei, oder nicht? Ja, bis ich da hinten beim Baumarkt bin, ist wahrscheinlich schon übermorgen. Sollen wir dir ein Auto geben, oder was? Ja, ich hab mein Handy gesucht. Dann geh an eine Telefonzelle. Ey, was hatten die für Waffen, Jungs? Ist mir doch egal. Das ist jetzt erstmal egal. Das machen wir gleich. Ich warte. Du wackelst. Ey, Sus, hast du noch die EK von gestern? Was? Jungs, mach doch mal Platz, dass er vorbeikommt. Wir begleiten ihn raus. Die EK? Wir sind ja gerade von gestern. Nein. Mann, verdammt, das heißt, du verhasst mich nicht, Sus. Ich hab die nicht, ich hab nur eine Karabiner. Ich hab dir doch gestern eine EK gegeben. Ja, aber die... Die Ecke hat er losgenommen, der gibt er mir morgen wieder. Ich will sie nicht, Fick wissen, ist alles gut. Ja, alles gut. Verdammt, alles gut. Ich will nur wissen, ob du die noch hast. Ich hab die noch, Herr Toast gibt mir die morgen. Warum, Herr Toast? Was hat Herr Toast da? Er hat mich aus dem Knast geholt. Verdammte Scheiße, ja. Dann hat er die Waffe also eingepackt, ja. Ja. Yeah. Verdammt. Breezy, danke für den Typ. Ey, was machen wir noch? Was? Hast du Lust auf eine Raub oder so? So ein Geiselname. So sei es wie noch eine Sniper. Verdammt, Mann, was ist denn los mit dir, Mann? Wenn wir noch eine Sniper... wenn wir wieder diesen Überfall an der Mace Bang oben machen? Ja, genau das meine ich, genau das. Ja, warte, ich rufe mal Marcel an. Genau das meine ich, Sosa. Stell dir vor, wir nehmen mit 2, 3 Sniper wieder mit, aber diesmal im Fallschirm. Ja, alles, ja, ich hab schon... Ey, Marcel! Ey, yo, Digga. Ey, ich bin gerade auf der Flucht von den Loft, Bruder. Bruder, du hast auch nur Scheiße im Hirn, ne? Ich hab den ihre Freunde als Bitch beleidigt. Verdammt. Ey, wie wär's, wenn wir Überfall wieder auf der Mace Bank starten? Alles klar, Digga, ich bin dabei. Ja? Moment, Sosa, Digga. Da redet mich gerade jemand von der Seite an. Was willst du, du Arschloch, Digga? Nee, der hat kein Chip. Ja, dann pisst euch, Digga, ganz ehrlich. Ja, Mann. So, was hast du denn recht, denn, Manu? Warte. Alles gut? Jojo. Tony, was machst du? Ja, die wurden gescheppert wieder von uns. Was liegt wieder da rum? Ey, Jungs! Tony, ich weiß nicht, ich glaube, Tony, Sepp und hier Dings. Pablito. Pablito, wie wär's mit einem Überfall auf der Mace Bank? Sie, ich bin Geiselname und dann mit Dings, mit Fallschirm wegfliegen. Da war ich noch nie in der Mace Bank. Mace Bank ganz oben. Wir gehen rauf, machen Geiselname. Ja. Und dann fliegen wir mit Dings weg. Mit Falsche. Ja, Freddy, warum nicht? Hab ich noch nie gemacht. Sepp, Toni, bist du dabei? Das beste Fedeklotromier, Mann. Ja, das können wir machen. Toni, was machst du da, Mann? Ist den nicht, Mann. Verdammt, was für den, Mann? Das ist Yoga. Toni, komm mal zu mir, verdammt. Ey, Toni, bist du dabei? Ja, ich mach mich warm gerade. Ja, so, er macht sich warm, deswegen, er ist dabei. Alles klar, ey, soll ich vorbeikommen oder kommt ihr? Komm du vorbei. Alles klar. Wenn du auf dem Weg Geisel mitnehmen kannst, mach, ne? Okay. Machen wir das so, ah? Ja. Ja, geil. Also, Sosa, geh mal ganz kurz her, bitte. Ob das vermisst. Aber mit Gang sein. Geh mir, Sosa. Ey, verdammt doch, yo, Mann, nicht mein Hals. Ah, ein bisschen, du hast ja immer deinen Nacken. Sosa, so der ist so schön schwarz nein, und weich. Nein, Mann. Das ist ein Knutschfleck von Sepp. Was? Ey. Tut mir leid, Shisha. Bruder, ich verzeih dir das, aber du weißt. Wenn wir uns hauen, wir müssen 100.000 Euro Strafe zahlen. Was hast du gegessen? Musste ich auch letztens. Echt jetzt? Ja. Wie? Ja, wir sollen uns nicht mehr hier hauen. Du hast wie ein Hühnchen eine Pizza, das ist eine gute Kombo. Weil, hau ab, wer hat es gesagt? Ganz oben. Oh, das ist gut.
Weil so viele draufgegangen sind. Ja, deswegen dürfen sie sich mal hauen. Aber keine Sorge, ich sag nichts. Als wenn man sich nicht mehr hauen darf. Was? Ganze Kindergarten, alles. Verdammte Scheiße, Mann. Wie oft Olaf mich haut, Mann. Nein, Olaf, wir nur unter uns dürfen uns nicht hauen. Ach so. Schlag Olaf so viel du willst. Ja. Yeah. Ich glaub, Toni ist warm. Ich bin auch warm. Wie machst du deine Boxkampf? Nein, nein. Was machst du, Mann? Torjubel. Verdammt. Wow. Oh, ein Slave. Toni, so hast du bestimmt deine Tore gefeiert in Kreisliga, ne? Nein. Sie waren nicht in Kreisliga. Ja, natürlich, Kreisliga C. Ey, Toni, ja. Reiß dich jetzt zusammen, verdammte Scheiße, Mann. Toni, komm mal klar, Mann. Geiselnahme. Okay. Wir machen Geiselnahme auf. Wohin? Bist du bereit, Toni? Ja. Geiselnahme auf der Dings. Auf Macebank und mit Fallschirm. Du musst fliegen, ne? Kannst du fliegen mit Fallschirm? Oh mein Gott, er wollte gerade gut deine Blase hin. Verdammt, Mann. Ich hoffe. Ich hol mal ein bisschen Margit. Mal hat's ich von ein bisschen Margit geschossen. Brrr. Man weiß halt auch, dass jederzeit auch weniger werden kann. Und deswegen sich nicht auf irgendwelche Zahlen beruhigen. Ich würde gerne mal hinterhalten. Toni, gib du auch mal jetzt bitte her. Ja, ich kenne die Hustler, ich weiß, wie die sind. Ja. Wir müssen noch kurz warten. Es kann sein, dass wir was vielleicht von den Hustlers noch kommt. Die haben ja auch auf uns geschossen. Und einsatzbereit. Ja, wenn erlaubt. Ich habe von, von denen vorhin fünf mitgenommen, ne? Hey, Pablito. Viva la Mexico, ah? Viva la Mexico, hermano, verdammte Scheiße. Ja, ja, Freddy. Jungs, was machen wir denn? Ich schwöre, diese Puppe verwirrt mich auf jedes Mal aufs Neue. Ey, Jungs! Wem gehört eigentlich diese Puppe hier? Die gehört doch Frank. Echt ist? Verdammte Scheiße, Mann, der hat wirklich nötig, Mann. Ich hab Frank, damit sie nicht spielen, sie. Dein Ernst? Hey, Pablito, du musst mir einen Gefallen tun. Nein, auf gar keinen Fall. Ich brauche Munition. Und jetzt? Soll ich jetzt gehen und kaufen Munition mit meinen 20.000 Dollar, das ist in meinen Tasche? Nein, ich dachte, ich hab Munition. Ach so, sorry, nein. Hätte ich Munition, ich schwöre, ich hätte die gegeben. Okay. Weil du bist bester Pilot, weißt du. Digga, was ne Scheiße. Ah! Ey, Mann, ey. Eigentlich müsste ich mir mal einen Tee machen, Digga. Ich merke zwar noch nichts an meinen also meine Stimme ändert sich nicht und mein Hals kratzt auch irgendwie nicht. Aber ich glaube, das wäre besser, wenn ich mal ab und zu Tee trinken würde. Dubi, danke dir für den Prime. Besser, komm auf andere. Was? Dieser Dach ist viel besser. Der dahin, wenn die überhaupt kommen, ne? Ja, ja. Ich muss auf Gambo-Outfit. Ey! Verdammt, Mann. Ich bin halb Kurde, halb Türke. Favorite Artist. Pablito, ich glaube Pablito streamt, ich weiß aber nicht, wie er heißt. Digga, ich hab das doch gespeichert. Ja, ich kann Türkisch. Boah, ich bin so müde, Mann. Verdammt. Halb zwei, warum bin ich müde? Nee, ich musste heute für Management Bilder machen, ne? Das war das erste Mal in meinem Leben. Oder so richtig. Ich musste so richtig normale Bilder machen und so lächeln. Ich lächle nie im normalen Leben. So was. Das war schon ein bisschen witzig. Shugi, danke dir für den Ton. Vor allen Dingen, wenn ich auf Bildern lächeln muss, ich kann das nicht, dieses gekünstelte Lächeln. Das geht nicht bei mir. Richtig unangenehm. Geht noch weiter. Verdammt. Ich dachte, du bist mal Xella, Mann. Oh, Digga. Los, sei brat dein Gambo-Outfit, sie fix. Geht nicht, geht nicht. Ist das nett? Ja, die machen es trotzdem, Digga. Weiß ich warum. Sneaks, danke dir auch für dein Prime. Guck mal, wie krass ich bin.
Boah, ich hab mal wieder Bock auf Dexter gucken. BBR, danke dir auch für deinen Prime. Boah, Dexter gucken hätte ich auch mal wieder Bock. Digga, wann kommt diese verschissene 9. Staffel? Ja. Kim. Ja. Da kommt jetzt einer von den Hustlers. Bist du im Funk? Nein. Ja, du musst mal reingehen, bitte. Da kommt jetzt einer von den Hustlers, angeblich alleine. Wenn noch mehr kommen, knallen wir die ab. Ja. Yeah. Ich muss kurz Dings. Digga, ey, holt euch eure Waffen raus, verteilt euch. Ja. Was? Beeilt euch mal, Digga. Wie lange soll ich noch hier? Das dauert. Keine Ahnung, Mann, das sind die Hustlers. Also, wenn du nicht im Schussfeld sein willst, dann musst du leider gehen. Ey, wie jetzt, Digga? Und kann er sich drin verstecken? Kann er sich mit drin verstecken? Ey, jetzt müssen wir auch noch Erlaubnis holen, Digga. Ja, normal. Warte mal, hab ich noch ein bisschen. Aber die Pistole ist leer. Ich kann dir eine leere Pistole geben. Nein, das ist gut. Muss mit der Gang abgeklärt werden, Mann. Ey, was macht denn ihr jetzt, Digga? Die Hustlers wollen kommen und uns hängen. Digga, wisst ihr, wie ich mich fühle manchmal? Wie das fünfte Rad am Wagen, Digga. Ja, was soll ich machen? Das Ding ist, weißt du warum? Weil man als... Du bist ja nicht bei uns, weißt du? Ich weiß, Digga. Deswegen. Weil du bist ja vom Ding her jetzt dritte Partie. Das ist eigentlich eine Lobwurst, deswegen. Boah, was soll ich dir erzählen? Ja, ich weiß, das geht noch. Ey, wie viele Hustler kommen? Guck mal. Nein, das waren keine Hustlers. Das ist los, das ist los, ey. Oh nee, ich hab Probleme, ich hab Probleme. Ich versteh nicht, geh einfach kurz ins Haus oder so. Hau ab jetzt. Nee, los. Ey, wo sind sie? Jo, Männers. Was geht? Hier, was geht? Alles klar bei euch, oder was? Nee, nicht, alles klar. Nee, oh, was ist denn los? Ihr kommt mal mit rein. Jo, ey, warte. Was gab? Der Rest verteilt sich. Ich will hier nicht jetzt bei mir was sehen. Ich rede allein mit den Herren. Versteck dich unten. Alles klar. Warte. Ich komm. Ich habe eurem Press letztes Mal beim Treffen gesagt, wenn die Hustler nochmal Scheiße bauen, reden die Platz nicht mehr. Also wäre es möglich, dass wir das hier unter vier Augen klären? Ja. Ja. Ey, Sosa, ich hab den ihre Freundin gerade als Bitch bezeichnet. Digga, du Idiot, Mann. Ey, komm rein, der kommt rein. Geh raus, hinten. Wir gehen zusammen. Boah, knapp. Sehr, sehr knapp. Verdammte Scheiße, Mann. Ach, Sosa, Bruder, was ist das für... Was? Fahr mal das Fahrrad drüber oder so, bitte. Hey! Dennis, danke dir auch für den Tipon. Junge, ich will diesen scheiß Überfall jetzt starten, Mann. Entweder kommen diese scheiß Hustlers, oder sie kommen nicht, diese Wichser. Jetzt kommt... Verdammt, kommen jetzt diese Hustler oder kommen sie nicht? Ein Hustler kommt gleich zum Reden, ich warte auf ihn. Ich soll auf ihn warten. Mann. Darf ich ihm mitstehen? Ja, Bruder, mach, du hast eine Waffe dabei? Ja. Alles klar, hol die raus und bleib einfach stehen, Bruder. Keine Ahnung. Nicht rausgehen, Mann, nicht rausgehen. Ja, ich hab schon gesehen, Digga. Die hängen da, ne? Wenn du rausgehst, ich hab seine Freundin als Bitch beleidigt, Mann. Der hat auf mich geschossen, der Wichser. Ja, dann ist echt vorbei. Digga, ich hab den... Ich scheiß auf die, Digga. Ganz ehrlich. Warum hast du sie jetzt Bitch beleidigt? Ja, weil ich so eine abgehörige Schlampe ist, Digga. Was soll das, Mann? Ich hab sie ganz normal gefragt, Digga. Was hast du sie gefragt? Die meinte, verpiss dich und so, Digga. Da hab ich gesagt, das ist eine Bitch, Alter. Ganz einfach. Ah, wie frech. Ach, Digga, den kann ich mal nicht vorzählen. Verdammt. Ja, warte, ich geh wieder hoch. Ich ruf dich an, wenn du hoch kannst. Alles klar, Digga. Wieso fährst du nie mit deinem Wagen? Weil ich immer mitgenommen werde.
Rosa. Ja. Den Eingang übernehmen, bitte. Was? Und geh mal kurz in Funk, bitte, für die 5 Minuten. Ja, ja. Warte. Ja, ja. Ich muss kurz Dings. Ach so, das ist Lost. Ich muss kurz Blackscreen machen, Chat. Wundert euch nicht. Ich gehe kurz in Funk rein, damit man die Funknummer nicht sieht. Funkgerät. So. Ja, Eros sitzt hier am Feuer, Jungs. So. Was seien deine Eltern zu Twitch? Digga, meine Eltern haben vor 3 Monaten noch gesagt, ich soll mit Twitch aufhören. Aber ich habe mal mit die Vision. Was geht ab, Mann? Das ist meine Pose hier. Ja, entspann dich. Aber ich habe immer die Vision da, also ich hatte immer Bock zu streamen, deswegen. Also ich habe nicht die Vision dahinter gesehen. Dark Knight, danke für den 75 Bits. Ich hatte eher immer Bock zu streamen. Und Jungs, bitte kann einer jetzt verfickt. Sosa, kannst du mich hören? Ja. Okay, gut. Keine Ahnung, ich hätte mal Bock zu streamen, also. Weiß nicht. Sosa. Ja. Ich will, dass noch mehr von dir Hustler kommen, das siehst du immer. Ja, ich auch. Da ist noch einer, oder? Bei dir Eingang? Was? Bei dir Eingang ist nicht noch einer Hustler? Ich weiß nicht. Toni! Ich hatte damals immer so 100 durchschnittlich. Toni, du musst mich beschützen, ich habe keine Munition. Keine Ahnung. Ich habe meine Zuschauerzahlen auch nie offen. Lass mal. Bleib einfach bei mir in die Nähe. Ist knallhart. Ich bleib bei dir. Ab. Kauf dir mal bessere Dings, Kamera und Beleuchtung. Ich finde Kamera gar nicht so schlimm. Digga, ich finde PC 10-mal schlimmer. Erstmal das Geld im PC stecken. Macht 10-mal mehr Sinn. Digga, wann kommen die Wichser? Hey Jungs, könnt ihr mich hören im Funk? Ja. Ja. Okay, gut. Habt ihr keine Angst, dass hinter euch Sniper ist da oben? Ich hab nicht mal Munition, ich kann eh nichts machen. Geh dir kaufen! Ich weiß nicht, wo gut das Spot ist. Danke dir, Eddie. Hat Rohat mal gesagt, wer mit Vornamen heißt Rohat. Siehst du doch unten links, was ich von der Executor habe ich im Dings. Stell vor, ich wäre jetzt draufgegangen, Digga. Digga. Kommt jetzt ein Hustler oder nicht? Hey, yo. Kommt jetzt ein Hustler oder nicht? Du hast ja, der schnitzt doch schon am Soße am Lagerfeuer. Ah. Nur beste Tor haben wir ja. Schöre, bestes Tor, Digga. Du kannst einfach hier rüberklettern. Stark. Hast du eine Waffe, Soße? Ja, normal. Karabiner. Okay, gut, ja, hab schon gedacht. Jungs, schick mir mal den Hustler hier in die Garage. Ja, eine Sekunde. Pass auf das Feuer auf. Waffen könnt ihr wegstecken, Jungs. Alles gut. Auf zum dritten Gibbet. Schönen Abend euch noch, Chat. Genieße den Stream. Na, ja, stark. Ugh.
Verdammt, Mann, ich bin müde. Boah, ich bin richtig, richtig müde. Warum bin ich so müde? Wer schreibt mir? Mir ist langweilig, Mann. Ich will keine unnötigen Schlüsse draußen haben. Das war irgendeiner, der mit dem Motorrad hier lang gefahren ist. Hä, wer hat geschossen? Digga, schreib bitte. Scheiß auf die Fotze, schreibt er. Wer war das, Mann? Boah, Digga, die kleine Fotze finde ich, Digga. Wer war das? Wenn ich den Typen erwische, Jungs, so eine kleine Fotze, Digga. Fährt der hier noch rein? Fährt der hier noch rein? Verdammt! Fort. Ich bin auch ultra müde, keine Ahnung, why. Junge, ich will scheiß Überfall starten und die reden hier 100 Jahre. Ich hab behindert. Ey. Digga, ey, Bruder, ich werd zum Baum hier noch. Was war das? Glaubst du, du kannst dich noch raus... Das Ding ist, die sind direkt da, ne? Ja. Und was gibt's da zu reden, Digga? Die reden über, keine Ahnung, irgendwelche Sachen. Normale Sachen. Okay, dann machen wir das jetzt so, Digga. Was? Pass auf. Ich zieh dich jetzt einfach komplett aus und lauf raus, Digga. Was? Mach eine andere Stimme. Warte. So, wir laufen jetzt raus, ja? Du. Ja, ich laufe jetzt raus. Okay, ich tue so, als wenn du im Kerker warst, okay? Genau, Digga. Okay. Genau. Und falls sie sagen, ey, wir haben eine offene Rechnung mit dem, sagst du, wir haben ihn schon genug gefickt, ja? Ja, ja. Der muss jetzt zum Arzt oder so. Ja, okay? Ja. Okay. Warte doch, Digga. Was? Warte. So, jetzt. So. Wie er läuft. Felix, danke für die Prime. Oh, raus. Ich hänge fest, Digga. Verdammt. Holla, einer von euch bringt Marcel wieder rein. Nein, nicht links. Du musst durch. Okay, Digga. Darf er gehen? Vize. Marcel, ich kann jetzt nicht mehr sagen, einer von euch bringt Marcel jetzt hier rein. Er hat hier zu warten. Wieso denn, Digga? Was? Mark, Marcel soll sofort wieder rein. Ach so. Warum? Wartet, entspannt euch mal. Was ist los? Warum muss er mal rein? Wer ist Marcel, Digga? Hä? Digga, sag, Marcel ist nicht da, Digga. Hallo? Marcel ist nicht da, Digga. Hallo? Was ist los? Marcel, komm mal mit. Marcel, du stehst vor. Nein, Fresse. Marcel, komm. Brauch ich alles gut, Jungs? Warum? Was ist los? Oh, nee, Digga. Oh, Bruder, ey, ich werd jetzt in den Arsch gepickt, Digga. Was ist dieser Typ auf Motorrad? Was ist das doch eigentlich? Oh, nee, ey, wenn ihr korrekt seid, knallt ihr die ab, Digga. Nein, Bruder, auf gar keinen Fall. Das ist genau das, was du magst. Wir achten auf dich, komm. Kann man eine seine Liebe hier beweisen, Digga? Was beleidigst du einfach sie als eine Bitch? Ey, okay, ja, okay, Digga. Marcel, komm mal mit. Ja, okay. Scheiß drauf, Alter. Das sind zwei unterschiedliche Games. Komm, wie ihr Leute. Digga, ich komm nicht drauf klar, wie ihr Leute. Normal. Als wäre ein Arsch gesickt worden. Warum humpelst du so? Er hat Sachen in seinen Arsch bekommen, Mann. Oh nein. Nicht alle dahin. Ja, genau. Der steht hier, der ist schon hier. Und die anderen zwei bitte kurz mal weg. Sonst... Die beiden. Kannst du mal deine Stimmbänder? Ja. Die beiden Herrschaften haben wohl heute auch schon mal. Wenn der die Waffe gleich hinter mir nicht runternimmt, erschieße ich den, ne? Los, nimm deine Gnade aus der Hand, bitte.
hört einfach auf zu buffen, kann ich nur jedem raten. Digga. Max. Bruder, weil ich ingame hier so einen schwarzen spiele, der viel am buffen ist und viel Scheiße baut, heißt es nicht, dass ich im Real Life Todkiffer bin. Du weißt schon, dass das GTA RP ist. Darauf einen Kopf. Ey, Toni, wärst du sauer auf mich? Wenn was? Ey, werd ihr sauer auf mich, Soße, Digga? Wenn was? Wenn ich dir abknallen würde? Das Ding ist, ich kann nichts dagegen machen, halt. Ey, meinst du, eure Jungs würden mich dann abknallen? Also, ich wär nicht sauer auf dich. Aber die anderen Jungs, klar. Die anderen werden sauer auf dich. Warte mal, ist er nicht OG? Ja, nein, das ist der OG von The Lost. Den hab ich schon mal abgeknallt, Digga. Ja, ich weiß. Oder wenn du den jetzt abknallst. Ja. Das wäre, also ich will ja nichts sagen. Nein, dann isst du eine schöne Suppe. Ey, ich sag, nee, Digga, ich spuck auf die Suppe, ganz ehrlich. Eine Hindersuppe. Nee, ganz bestimmt, Digga, glaub mir. Digga, warum habt ihr immer so Angst von dieser Scheißsuppe, Digga? Wenn ich noch einmal von euch Suppe höre, Bruder, ich sag's euch, wie es ist, Alter. Suppe, Suppe, Suppe. Ja, komm. Suppe, Suppe. Ja, komm. Suppe. Ich scheiß auf euch, Digga. Ist euch mal. Thaddeus, 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 Deus, Deus. Er ist suppistophobisch. Klaus, das heißt, Klaus, Klaus. Vor jedem Wort, was Suppe heißt. Suppe. Suppe, Suppe, Suppe. 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 Ja, aber wisst ihr, was ich nicht verstehe, Digga? Was? Soll ich euch mal was sagen, Digga? Wie oft habe ich mir meinen Arsch für euch verbrannt, Digga? Ganz ehrlich, Mann. Aber haben die euch einmal... Dein Arsch ist auch auf dem Casino verbrannt, Mann. Hör mir doch mal zu, Digga. Schau mal, das ist jetzt voll unkorrekt von dir, Digga. Wie oft habe ich mein Leben riskiert, um euch aus Knast... Was soll ich denn jetzt machen? Bruder, du willst den OG von den Lost abknallen, Bruder. Nee, ich meine nur, Digga. Warum lässt das irgendjemand hier zu, Mann? Digga, ich würde niemals zulassen, dass meine Homie... Bruder, du willst den OG... von den Lost abknallen, nee, nachdem du seine Freundin als Bitch beleidigt hast. Das ist auch was eine hast Bitch, du gemacht? Digga. Ich sag sie, wie es ist, das ist eine kleine Bitch. Was hast du gemacht, Alter? Ich hab seine Freundin als Bitch beleidigt. Von wem? Ey, sag ja, Bruder, dir kann ich doch vertrauen, oder? Ey, ja. Digga, wenn ich jetzt die zwei abknalle, knallst du mich dann ab? Nee, oder? Wen abknallst? Die Lost. Die Lost? Ich werd jetzt die beiden hier abknallen und den Keller runter. Oder also, ich will ja nichts sagen, aber starke Leistung wäre das. Das wäre eine starke Leistung, Digga. Alter, ich glaube, du wärst danach der meistgesuchte in dem ganzen Dorf hier, Mann. Ich glaube auch. Das kann nicht, ich glaube, überall wäre Wanted-Plakate von dir, Mann, von dieser scheiß Stiermaske. Das kannst du machen, wenn du was in Heid oder so. Schau mal, der ist ein Gipfel. Wenn ich dich nicht töte, wollt ihr noch irgendjemand kommen? Also warten wir gerade auf jemanden. Ihr sichert einfach das Gelände. Das ist so, bis ich hier fertig bin, bis ich sage, ihr dürft euch wieder wegbewegen. Alles klar, Er kann ihn nicht untertauchen, hier wohnt zu weniger. In Heide geht das vielleicht. Er kann es einfach verstecken. Da geht er zum Bahnhof, da sind alle Menschen. Ist es auch offen, Digga? Muchachos, ich meinte doch aber vorhin, drei, vier Leute sollten aufs Dach kommen. Ich bin alleine, ja? Scheiße, Digga. Ich hab keine Schlüssel. Das Auto gefällt mir aber. Das wäre voll assi. Alles zeigen, Digga. Ich kümmere mich hier um mein Leben und der Wichser redet von einem. Ja. Also komm mal her, komm her. Ich höre dich, Digga. Ey, halt den Kreis klein, ja. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, willst du jetzt machen oder nicht? Ey, das Problem ist nur, Digga, dass ihr keine Schwierigkeiten bekommt, ne? Weil ihr dann zu mir steht, Digga. Ey, nee, nicht so, sag, spring mal. Ich rede jetzt nicht von Suppe oder so, Digga. Ich meine von euren Homies. Ja, was sollen die denn sagen? Die werden halt handeln, ne? Da musst du halt direkt rennen. Oder du rennst, Marcel. Schlauste wäre eigentlich, warte mal, komm her, wir stellen dir ein Motorrad dahin, so rein zufällig stelle ich ein Motorrad, aber das bleibt alles unter uns. Stell da rein zufällig ein Motorrad hin, du rennst dahin, knallst die Beine ab und dann fährst du weg. Du musst ja doch treffen. Okay. Bei mir wäre das kein Problem. Ich fahr mal eine Runde zufällig und das Tor offen. Ja, das Tor offen und dann stellt den Motorrad so vorne hin, dass ich direkt einsteigen kann. Yeah. Und werft euch dann vor euren Member, Digga, die mich nicht abknallen. Nicht, dass es auffällig ist, warte.
Ja, Kalle. Sagt ehrlich, Pfeiffer die Idee. Hey Sosa, guck mal, wer dein Mini hergefahren ist. Keine Ahnung. Dass er hier lang fährt? Keine Ahnung. Hey Sosa, wenn dieser Mini gleich nochmal hier fährt, folg ihm mal. Sosa, du hast. Ah, jetzt. Du hast gerade Kaugummi gehabt. Ja, du hast Kaugummi. Was ist Kaugummi überhaupt? Ich mach ja nichts. Susa, hast du es heute mal bitte? Macht voll Spaß, Mann, mit dem Ding. Ja, aber nicht hier drin die ganze Zeit. Ja, Dominik. Die Kleinen sind immer noch überhaufen. Jungs, haut's jetzt doch einfach mal ab. Für 2 Sekunden ist es so schwierig. Ich spann nicht mal. Geh jetzt weg. Hey, Susa, lass das Motorrad, da brauche ich gleich. Will losfahren. Ja, Sergen, bitte nicht rumschreien. Ist es so viel verlangt, dass man für 5 Minuten die Schnauze hält? Sippi, Digga. Ja, perfekt, Digga. Was ist denn los mit ihm? Digga. Ja, ich weiß auch nicht. Bruder, ausschalten hast du, Digga. Ich klar jetzt, Digga. Ich mach gutes, okay. Gutes, guck mal, wenn dann jetzt. Wir stehen draußen noch Lochmember. Ja, du musst direkt an dem vorbeifahren. Digga, die werden mich abknallen, Bruder. Scheiße. Ja, die kriegen das nicht so schnell mit, wenn du schnell losfährst. Wusste. Denk Sippy, er ist OG oder was? Ich verstehe auch nicht, Mann, was mit ihm los ist, Mann. Der ist voll in seinem Film. Hat er sich dahingestellt. Das Ding ist. Er macht's. Ey, tschüss. Ihr lasst Marcel nicht raus. Los hat da was zu klären. Kennst du? Ja. Bleib mal lieber hier, Marcel. Mit wem haben die was zu klären? Ich hab das jetzt laut gesagt, damit die Dings, ne? Ist ja auch gerade. Ja, du bleibst hier, Mann. Du bleibst hier. Marcel verlässt nicht das Gelände. Darauf sollte einfach achten. Nein, du kannst geradeaus über die Rampe. Marcel, bleib hier. Verdammt, was haben wir dir gesagt? Was machst du eigentlich? Marcel, bist du irgendwie geistig auf dem Stand von einem 5-Jährigen? Kriegst du es jetzt hin, deine Schnauze zu halten, dich in die Ecke zu stellen? Ist es jetzt möglich? Hast du Bock, dass hier gleich 5000 Leute rumkommen? Hör mir doch mal zu, Digga. Nee, ich höre hier gar nicht zu. Ich weiß, unsere Freundschaft wird näher. Halt doch einfach mal jetzt alles in die Ecke und chill 2 Sekunden. Ist es so schwierig? Ich glaube, wir haben einen neuen OG, Mann. Ich glaube, wir haben einen neuen OG. Der ist der mit dem los, Alter. Ja, er ist der neue OG, glaube ich. Ist er der neue OG? Sippy ist OG, weil er hat sich angestellt. Ey, Jungs, Digga, ich knall dich. Redet nicht. Jetzt oder nie, Marcel. Mach jetzt, mach. Mark, geh ein bisschen weg von uns. Weggehen. Mark, auf Green. Bleib hier, Mann. Ja, ganz genau. Stimmbänder auf Green. Geh ein bisschen weg von uns. Dass sie nicht sehen, dass wir zusammen. Mark auf Green, hier ist okay. Kurz, ich wollte was sagen, mach doch jetzt. Bleib da hinten. Digga, das Problem ist, ich muss beide treffen, Digga. Ja, mach, du kannst treffen. Direkt hintereinander, das geht schnell. Ich halte die Waffe draußen und versuche zu schießen. Du dann. Ganz genau, Mann. Hey, ich habe eh keine Munition. Hast du einen Winkel? Verdammt! Yo! Was macht der? Hey. Was hat der gemacht? Yo! Sefaruk! Yo, verdammt! Verdammt! Hab ihn! Fuck! Was? Sosa, du kommst jetzt direkt zu mir. Aus welchem Grund hat er ihn getötet? Hey, was los? Ja, weil Mujo es gesagt hat. Ja!
Wenn der das überleben sollte, den will ich nie wieder hier in der Nähe sehen. Und du hast Verbot, als Blatt mit ihm irgendwelche Aktionen zu machen. Hä, warum? Oh, er hat einfach hier auf unserem Hof zwei Leute erschossen. Ohne irgendwelche Gründe, ja. Krankenwagen, Medikamente. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich habe zu ihm, ich, Toni und Sergen haben Waffe an sein Dings gehalten und haben gesagt, Dings, du gehst hier nicht weg. Und er hat gesagt, seine Dings, wie heißt das? Das hab ich gehört, komm mal schnell zu Platzhut, komm mal schnell zu Platzhut. Er hat gesagt, seine irgendwie von den Lost, der wird sowieso gesucht irgendwie. Er hat gesagt, die einzige Möglichkeit, wie er wegkommt, ist irgendwie die abzuknallen. Da hab ich gesagt, du bleibst hier. Der wollte mit dem reden. Ja, das habe ich auch zu ihm gesagt. Er sagt, bleib jetzt hier, du willst doch nicht, dass eine Schießerei entsteht. Chill einfach kurz 5 Minuten. Ich habe Mediziner gerufen. Ach du Olliga, was war denn das jetzt? Der hat jetzt ein dickes Problem. Wen hat der getroffen? Wie, der hat den Hustler erschossen? Und den... Verdammt! Beide! Ja, der hat unseren Sergeant erschossen. Wer? Die Fotze, die da hinten... Ja, aber wie kann er denn zweimal schießen? Wenn er überleben sollte, nie wieder den Typ hier sehen. Wenn einer von euch... Glaub mir, bevor du eine Waffe gezogen hast, hat er schon längst abgedrückt. Kann er sich gleich verpissen, okay? Ey! Ja, fertig. Entspann dich mal, Alter. Du tust so, als hätte der Präsidenten getötet und irgendwie, keine Ahnung, Alter. Irgendwie ganze Platz getötet. Der hat auf unserer Hut, in unserer Hut einfach geschossen. Ja, wie viele Leute haben schon in unserer Hut einfach auch so geschossen? Sosa, was hast denn du heute Morgen eigentlich geraucht? Nein, ich rede nicht gegen die Vize OG, aber ihr tut so, also ihr sagt direkt einfach nie wieder mit dem Chillen, was soll das? Den hier vorne kümmern, der da liegt. Können Sie ihn hier behandeln? Jungs, wir brauchen bei dem perfekt, Platz perfekt. Noch ein bisschen Unterstützung. Kommt oha, hier. Wie viele Medi... Ja, okay. Oha! Jungs, was ist denn hier los? Ist gut, Jungs. Sie können weiterfahren. Alles gut. Verdammte alles gut. Scheiße! Ey, ja, der hat da liegt doch auch. Dicky. Seit wann kommen überhaupt Medics? Lebt er? Ja. So. So schnell auch noch. Einmal die Endo. Ich kümmere mich um die Bundeswehr. Ja, ist alles in Ordnung, wirklich. Wir hatten kleine Streitigkeiten intern. Verdammt, Mann. Ja, du bist so lustig, oder was? Ey, sorry, Digga. Ja. Ein scheiß Problem gebracht, du kleine Fotze. Ja. Sorry, Digga, ey. Ich muss chillen, nach unten ist die Bundeswehr. Ja, wie sorry? Warum hast du den erschossen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wie ist es? Ich erinnere uns ein bisschen schwammig. Wo bin ich? Ich denn hier? Oh, mein Kopf, ey. Digga, so geil Beef anzustellen. Was machen wir jetzt? Wie ich ihn noch angestellt habe, ey, mach. Ey, Doktor, ich brauche eine Behandlung, Digga! Im Krankenhaus, oder? Doktor, Notoperation! Hallo! Nein, Medic, ihr könnt. Der kriegt gleich eine Behandlung von mir, alles gut. Medic, alles gut. Mediziner, ihr könnt abziehen. Ich hab den Caesar-Film auf dem Mund. Digga, er will so weg, Digga. Er weiß ja, der Arsch ist so gefickt. Warum hast du den Caesar-Film auf dem Mund, Mann? Mujo, ich geh mal kurz den von Lost holen, ja? Ne. Der arme Digga, er ist so gefickt. Er ist einfach OG von dem Blatt. Scheiße. Boah, Mediziner, lass sie mich nicht hängen! OG von Lost, ja. So, fuck. Heine Schwimmmann. Mit Bundeswehr habe ich mich gleich verzeiht. Die wollten nur wissen, so denn? Ja, okay. Boah, ich nehm dich mal in die Hand, ne? Ihr könnt doch reingehen. Ach, wir können reingehen? Ja, ja. Ja, geht rein. Hast du mitgekriegt, Mujo? Nein. Bundeswehr macht doch bei uns nichts. Warum nicht? Der hat mich erschreckt. Ich hab da was denn jetzt passiert. Hat. Verdammte Scheiße, Mann. Und ich sag auch noch, geh nicht. Ja, unten, komm mit. Ah, ist der okay. Geräumig? Ist da viel Platz? Es geht, für euch beiden reicht der.
Damit für dich sieht's nicht so gut aus, mein Junge. Wieder Baba RP angestiftet. Oh ja, du kommst hier lebend auf jeden Fall nicht mehr raus. Sollte der Hustler beim Krankenhaus offenbar sein, dann ja, wie? Mach jetzt nicht den. Hier, Digi, geh schon mal rein, ich muss mich kurz mental darauf vorbereiten. Erklärt ihm, also falls er im Koma liegt. Erklärt ihm, falls er das Koma überstanden hat. Die hab ich dir rausgenommen. Dass die Platz damit nichts zu tun hatten. Kennst du die Waffe noch? Nee, keine Ahnung. Ich geh ihn abholen, Jamoyo. Die hab ich bei dir gefunden. Ehrlich? Ich hab beide schon abgeholt, die sind schon wieder bei uns in der Garage. Naja. Die Waffe, die dir mal gehört hab, damit werde ich das gleiche. Ey, wir können darüber reden, Digga. Ja? Kann einer irgendwie die Tür aufhalten? Nee, das kannst du gern sehen. Wir können darüber reden, was hab ich denn gemacht? Auf gar keinen Fall reden wir darüber. Ey, ich mach alles, was ihr wollt. Sache gelaufen. Ey, ich mach alles, was ihr wollt, Mann. Okay, Baby. Gib mir eine Chance, ja? Ey, ich mach das wieder gut. Baby, du kannst. Ey, ich mach das wieder gut, Jungs. Du kannst den scheiß Tod von meinem Vormund nicht gut machen. Digga, ich mach das wieder gut. Du kannst scheiß Tod. Nee. Voila, Bila, ich mach das wieder gut, ja? Auf gar keinen Fall, Kollege, keinen Fall. Ich gebe euch Geld. Was wollt ihr, Geld? Ich hab genug Geld. Ich brauch kein scheiß Geld. Kein Geld brauchen wir nicht. Wollt ihr Waffen? Scheiß Vormund ermordet, du kleine Waffen? Wir haben genug Waffen. Ich hab Mojo, komm mal vorne zur Garage. Jo, was? Das ist unsere Sniper, Mann, du gibst gar nichts. Scheiße. Ey, du sollst die Schnauze halten. Jo, dann mach dein Ding, Barty. Ich geb dir auf jeden Fall einen Kopfschuss. Jungs, können wir ein bisschen Platz kriegen? Ich brauch auf Ali, auf Ali. Aber schaut, dass ihr noch Waffen habt, dass ihr die vorher mitgebracht. Ihr könnt auch zu, ihr könnt die Tür offen lassen, wenn ihr wollt. Aber ich halte ein bisschen Platz. Ich bin ein bisschen debatt. Soll ich dir mal durchsuchen? Oh, ich geh mal lieber aussehen. Nicht, dass sie mir gleich aussehen wie alle Stark. Genau in der Position, in der mein Form gestorben ist. Musst du dich jetzt auch legen. Ja, Sosa, Digga. Sosa, schau mich an, wenn ich mit dir rede. Ja, was los? Scheiß, niemand redet hier mit dir außer mir, du kleine Ho. Alles klar, ich hab verstanden, Sosa, Digga. Warte. Ich hab verstanden, Digga. Müsst ihr das tun? Jungs, ich geb euch Kohle dafür. Das müssen wir. Ich geb euch Kohle. So viel, wie ihr wollt, Mann. Ich will deinen Scheiß. Brauch keine Scheiß Cola. Lass von außen, von außen. Aus, ja, genau. So, Digga, dann mach mal dein Ding. Mein Leben ist mir viel wert, Digga. Hört auf. Ja, du hältst jetzt die Fresse oder ich dich auffordere. Okay, alles gut, Digga. So, du wirst jetzt genau in die Position packen, in der mein Vormund gestorben ist. Du legst dich jetzt hin, du scheiß Bitch. Ach so, so sieht's doch schon mal gut aus. Hat er die Kabel ab? Nee, hat er noch nicht. Gib mir nur noch eine seine Fresse sehen. Schaut mir in die Augen, wenn ihr das. Ja, oh ja, ich werde dir so in die Fresse sehen. Wenn ich dir deine scheiß Seele aus dem Leib ziehe. Schaut mir in die Augen. Ich hoffe, ihr könnt nachts noch in den Spiegel schauen, ja? Ja, ich hab euch. Kann nicht ganz. Oh, ich werde so schön in den Spiegel schauen, das weißt du gar nicht. Jungs, entspannt euch. Ich kann das klären, ja? Komm, Barty, mach das. Ich mach das wieder gut, ey. Halt, ich fahr mit dem Klappmesser, ich hab Angst. Oh ja, Baby. Nee. Mach Party, wegen Sachen. Also, kurz, Abstand, ich erklär dir das mal kurz, Fena. Jetzt nicht die Schnauze, jetzt kriegst du direkt einen Kopfschuss, hast du verstanden? Genau. Ich halt die Schnauze. Du hast ja das schon heißt. Ein paar Tattoos, ne? Darf ich auch sagen? Nein, du legst dich erstmal wieder hin. Dankeschön. So, jetzt kannst du was sagen. Ist egal, was ich gemacht habe. Okay, du darfst doch nichts mehr sagen. Okay, ich hab die Chance. Alles klar. Was würdest du denn sagen? Ey, was machst du da? Was machst du da mit dem Messer? Warte mal, ich mach noch gar nichts. Ja, ich mach noch gar nichts. Geh weg von meiner Ader, Digga. Ich hab gesagt, du sollst nicht so laut schreien. So, was sagst du denn? Was kann man denn schön machen? Warte, Shisha wollte doch sich verewigen, oder? Bist du was, Sosa? Shisha gerade unten? Sosa, spring mal. Nee, okay, alles klar. Nee, dann mach ich's natürlich. Ritzen wir jetzt was rein. Dass du für immer den scheiß Tod meines Vormunds merken wirst. Welche seinen Namen auf den Rücken schreiben. Nee, hör auf damit. Und ich werde dir nicht mit Blut schreiben. Nein. Ich werde Blut benutzen, was aus deinen Wunden kommt. Mach das doch im Flur. Ich werde es fucking trinken. So. Kann ich mir das im Flur machen? Das ist widerlich, muss ich sagen. Warte, kann ich scheißegal, bis es widerlich ist. Hol dir doch mal einen Flur, der kann das letzte Mal seine Muskeln bewegen. Ja, genau, ist besser. Ja, perfekt, dann stehen wir auf. Du machst nicht einfach eine Garage machen. Ja, eine Garage, Bruder, da steht doch mein Auto. Ja, gut, dann Jungs, halt hier bitte, dass man sieht. Jungs, komm mal in den Gang, dass wir das alles sehen. Danke. Ja. Ist das so euer Scheiß Ernst oder was? Ne? Ja, nur ein bisschen. Digga, mir tut's aber schon ein bisschen Äpfel aus, wenn ich das jetzt sehe, muss ich ehrlich sagen. Gib mir doch noch eine letzte Chance. Ich bin eigentlich immer gemocht. Du hast keine Chance, du hast deine scheiß Chance verspielt, du kleine Hau. Ich hab den eigentlich immer gemocht, muss ich ehrlich sagen. Leg dich jetzt vor mich. Was jetzt machen? Boah, meine Füße. Ich hatte gerade gestern mit dem ersten Gespräch. Gerade gestern, Bruder. Der arme Junge.
Aber das ist, was hatten der da sich? Wir haben uns, ausgesprochen, alles meine Füße hab ich gesagt, nicht 3 Meter weiter. Jetzt, bist du doch jetzt mal rund rum. Warum hatten wir das gemacht? Ich hab's nicht verstanden, das kam ja aus dem Nichts, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich hab scheiße geglaubt und scheiß Schuss abbekommen. Ja, entspann dich, Digga, alles gut. Geh zurück an die Wand. So, ja, ey, was jetzt? Entscheidet euch. Nein, da ist perfekt. Ach, da ist perfekt. Ja, Barty, zieh dein Ding durch. Fickt euch, Platz, ihr Wechsler, Digga! Ihr seid alles 31er Jahre Arschlöcher, Digga! Nein, 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 nein. Was soll ich, Mann? Ich hab nicht mal was gemacht, verdammt! Warte mal, kannst du mal einen Knebel stopfen? Kannst du mal einen Knebel stopfen? Ja, schau zu, Digga. Schau zu, ob ihr noch nachts in den Spiegel schauen könnt. Darf ich mal einen Knebel stopfen? Digga, leg dich doch jetzt mal hin! Ich lieg doch, Digga, sitz weg. Hä? Alles klar. Warte, Moment, Digga. So, jetzt. Oh, nee, oh! Also, du wirst jetzt den Namen zu Formus an, der ist aus ihrer Schuld. Nichts dafür, Mann. Oh, Digga, ja, ich hab so den Namen des Menschen, ich den du so tötet hast, war Mark D. Oh, Mark Rattin. Bist du schon dran? Was? Oh nein. Ich lass dich zappeln, Baby. Oh nee, ich zappel schon, oh, wie Bruder, Fisch, siehst du das nicht, Digga? Oh doch, ich seh's. Oh nee, leider. Ich hab so Angst. Ich schwöre, wenn's an mir geht, direkt. Diesen Namen wirst du für immer dir merken können. Mann ey. Für immer. Ich kann da nicht zugucken. So wie das Tattoo zeigt. Schau weg, Sam, schau weg. Ey, ich möchte gerne als Mann ja, ich hab so Schiss, Bruder. Was sag ich hier mal klein? Komm her, komm her. Bart wird denn jetzt den Namen sitzen. Jungs, ich hab über die Jahre zu viel Sympathie mit denen aufgebaut. Ich kann die nicht sterben lassen, Mann. Es ist selber schuld, warum knallt er die ab? Ja, aber die Lost, die sind mir so scheißegal. Ja, ja, die sind mir auch vom Ding egal, aber was willst du machen, wenn der Depp bei uns die abknallt? Der ist kein Dings, der kann nicht einfach hier reinkommen, die abknallen. Max ist unser Kumpel, Mann. Wir können die Lost abknallen. Ja, dann viel Spaß, Sosa. Die macht das ganz bestimmt nett. Ich weiß, aber du weißt, was Mann, passiert? Wir haben jahrelang mit dem gechillt, Mann. Ja, Sosa, was soll ich jetzt sagen? Der ist selber schuld, warum macht der das jetzt? Aber auch die, der hätte doch mit denen reden können. Ja, Toni, du bist ganz witzig. Bist 6,5 Jahre nicht da und jetzt machst du wieder den ganz lustigen, ja? Wie ist OG, Leute? Ja, Toni, du bist lustig. Ja, was war? Ich kann ihn nicht leiden lassen. Wusste, der mag sowas nicht. Der ist bald OG. Toni, ich kann auch dir auch einfach eine Kugel in den Kopf knallen, dass du deine Fresse hältst. Was hältst du denn davon? Bist du jetzt als Mensch getauft? Sprich, damit jeder sieht, willst du? Ich glaube, dann kriegst du deinen Blackout, dann wirst du kein. Das ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, aber du bist jetzt nach meiner Ruhe. Wie willst du das? Ich bin bereit. Ich kann nicht. Und jedes Mal, wenn du zum Scheißspiegel bedacht ist. Kennt ihr den heute noch oder die Antwort ist? Verdammt, es reicht, Mann! Oh nein, es reicht nicht. So, Samura, ich liebe dich. Mojo, also ich muss dir ganz ehrlich ganz kurz was sagen. Jetzt, ich weiß nicht, dass sie das bei uns machen. Wir waren jahrelang mit Marcel. Ja. Ich weiß, er hat einen Fehler gemacht, aber das können doch bei denen sich machen, nicht bei uns. Ja. Ich will ihn eigentlich nicht bei uns auf dem Boden haben. Ich kann das nicht, Mojo. Mojo, sag mir ganz ehrlich, ich weiß, er hat einen riesen Fehler gemacht, aber das kann er nicht bei uns auf dem Grundstück machen. Sonst müssen wir die umknallen. In meine Hände nehmen. Na gut. Mojo. Jungs, mach das nicht so lang. Ja, ja. Die sollen ihn nicht bei uns umbringen. Bitte, Mojo. Auf, wir ziehen, wir gehen hoch. Nein, der wird nicht bei uns machen. Wir sollen ihn nicht auf unserem Grundstück. Ich kann ihn nicht hocken und zugucken, dass er da hängt. Okay, warte. Wir haben jahrelang mit den Action gemacht. Das tut mir ein bisschen weh. Ja, dann kommen die Gewissensbisse, ha? Damit ihr noch mehr Spaß habt. Ja, der ist jetzt eh fertig. Ja, ich würde den jetzt erschießen. Ja, aber wir haben, halt schon so viel Probleme mit Felix und alles ja, gut, wir machen das. Auf unserem Hof gehabt. Dann steh mal auf. Ich weiß aber noch nicht, ob der überhaupt in der Lage ist zu stehen. Mit. So, dann nehme ich dich mal in die Hand. Was? Komm mal kurz hoch. Und zu Ende die Party. Was? Ihr müsst es bei euch machen, bitte. Was ist los? Ich hab das jetzt nur für dich gemacht, gell, dass du Bescheid weißt. Ja, was dein ehemaliger Freund ist, weil, wie gesagt, ich finde das das Schlimmste, was der hätte machen können, hier bei uns einfach rumschließen. Du weißt ey, Mojo, Mann, eine ganz dumme Frage. Ja. Sind wir auf die Lost angewiesen? Was ist, wenn wir die wegwichsen? Wir machen, nein, wir wichsen gar nichts weg. Wegen der Marcel oder was? Nein, aber. Marcel. Nein. Generell? Nein. Wir haben mit den Lost gar kein Problem, null. Wir haben null Probleme mit den Lost.